Prozent der Bevölkerung von einer solchen Steuer betroffen wären, die uns ganz neue Spielräume bei der Gestaltung unserer Politik eröffnen. Und finden die Linken, dass bei den leistungsorientierten Mitteln weiterhin zwischen Universitäten und Fachhochschulen unterschieden werden sollte? Wir sind ja weitgehend für die Aufhebung dieser Unterschiede. Ich finde, gerade Aachen wäre immer eine große Gelegenheit gewesen, da auch eine Gesamthochschule zu machen. Ich habe mich seinerzeit durchaus auch dafür ausgesprochen. Und ich finde, dass diese Unterscheidung nicht sachgerecht ist. Herr Frieden, wie schüttelt den Kopf? Ein wesentlicher Unterschied bei der Hochschulfinanzierung sind ja auch die Drittmittel. Welchen Einfluss sollten denn Unternehmen auf Bildung nehmen können? Ich habe den Kopf geschüttelt, weil er sagt, Aachen, FH und TH sollen nicht in Verstand zu einer Gesamthochschule machen. Und ich sage mal, ich könnte nur davon abraten, wenn man ein bisschen die Interessen Aachens im Auge hat. Weil die Technische Hochschule Aachen ist eine der Hochschulen weltweit, die eine bestimmte Wirkung hat. Und wenn wir die Hochschule aufgeben würden, es gibt genug andere Hochschulstädte in Nordrhein-Westfalen, die darauf lauern, dass wir aus Aachen abgeben. Also glauben Sie nicht, dass wir nicht immer kämpfen müssen in Düsseldorf, dass nicht Bochum oder Dortmund oder auch Duisburg-Essen, also die Region, wo das Land praktisch Karls Partei gehört, immer warten würden, dass Aachen irgendwas abgibt. Und es wäre ein unglaublicher Standortnachteil für die Stadt. Und die Aufgabe ist eher die Qualität, die wir da haben und die Qualität, die wir an den anderen großen Hochschulbereichen haben, FH und auch Jülich, zusammenzufassen, zu bündeln, auszutauschen, Durchlässigkeiten herzustellen und im Prinzip auch das Ziel für die Stadt, die Anzahl von 40.000 Studierenden zu halten. Das macht doch gar keinen Sinn, das wäre abschmelzen. Das wäre eine Katastrophe für Aachen, wenn wir im Zuge des demografischen Wandels hier auch 30.000 oder 25.000 Studierende absacken würden. Das kann sich jeder ausrechnen, was das für die Stadt heißt. Und ich sage, die Stadt Aachen ohne die Hochschulen in der längeren Perspektive ist nicht mehr viel über. Dann haben wir nur noch Reitturnier und Karlspreis, aber das, was wirklich ökonomisch eine Rolle spielt, was ja auch nett ist, aber der Rückgrat für Aachen in der Perspektive, und das kann man nicht einfach zusammenfassen. Insofern habe ich deswegen den Kopf geschüttelt, weil ich nur dafür werben kann, dass man die Stärken dieser Hochschullandschaft, und ich bin absolut dafür, dass man noch mehr Durchlässigkeit macht, dass man die Qualität auch unterschiedlich bewertet. Ich habe verglichen, weil mich das interessierte, was energiesparendes Bauen angeht, die Qualität aller FHs und aller Hochschulen in NRW. Ich habe das damals nicht öffentlich gemacht, weil die Exzellenzbewerbung lief. Bei den Unis war Dortmund am besten und die TH am schlechtesten und bei den Fachhochschulen war die FH am besten. Weil die TH-Architekten nur den Kopf haben fürs kühne Entwerfen, aber die Frage, wie die Energiebilanz ist, den Rechenknechten von den Bauingenieuren überlassen. Und Generationen von Architekten auszubilden, ohne ihnen beizubringen, wie das Bauen der Zukunft aussehen soll, ist eine Sünde. Und da muss man dann ganz kritisch rangehen und muss sagen, wieso könnt ihr das nicht? Und da gibt es eigene Qualitäten, aber ich würde es nicht zusammenfassen, wir verlieren und andere drumherum warten nur, dass sie Aachen was wegnehmen können. Herr Schulteis, einerseits haben Sie sich gemeldet, andererseits würde ich von Ihnen auch gerne wissen, ob denn, wenn die Hochschulen getrennt bleiben sollen, nicht Fachhochschulen im Promotionsrecht geben sollten. Nochmal, die Fachhochschulen sind ein Erfolgsmodell und dieses Erfolgsmodell aufzugeben, hielte ich für sträflich. Das Thema für die Fachhochschulen und ihr Verhältnis zu den Universitäten ist die Frage der Durchlässigkeit. Da spielt das Promotionsrecht ist ein Thema, spielt eine gewisse Rolle. Wir haben jetzt in dieser Wahlperiode, in der kurzen Wahlperiode die Promotionsmöglichkeit für FH-Absolventinnen und Absolventen wesentlich verbessert. Auch die Mitwirkung der Professorinnen und Professoren der Fachhochschulen an den Gremien, die hier Promotionen abnehmen, das ist ein guter Weg und wir erwarten jetzt von den Universitäten, dass sie dies auch einlösen. Und ich sage das ganz definitiv, das werden wir so beobachten. Wenn dies nicht geht, werden wir weitere Schritte unternehmen müssen, was das Promotionsrecht der Fachhochschulen angeht. Die Diskussion ist nicht zu Ende. Wir müssen jetzt sehen, wie gehen die Universitäten in der Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen jetzt gemeinsam den Weg, herausragende Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschulen dann auch zur Promotion zu führen. Nochmal,
diese Andersartigkeit der Hochschulen ist im Wesentlichen ein Prä der Fachhochschulen und gerade auch der Fachhochschule Aachen. Ich sage das nochmal, es ist die forschungsstärkste Fachhochschule. Das ist auch nicht in allen Bundesländern so, dass die Forschung eine derart große Rolle spielt. Und die Fachhochschulen sind auch einer der ersten Ansprechpartner für die regionale Wirtschaft, überall in Nordrhein-Westfalen. Die kleinen und mittleren Unternehmen Nordrhein-Westfalens setzen auf die Fachhochschulen, wenn es um Innovationen geht. Und das wollen wir nicht aufgeben. Das wäre wirklich schädlich, wenn wir diesen Weg gehen würden. Auch für die Studierenden der Fachhochschulen. Danke. Und Herr Schuh, bitte zu den Themen. Also die Fachhochschulen, die Hochschulen zusammenzulegen, wäre völliger Blödsinn. Ich möchte das mal in einem Paradigmen. Lauter. Ist das über mich an? Bin ich nicht laut? Ich muss da, glaube ich, reinhauchen oder so. Ich will das mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Sie haben vielleicht alle diesen zu Gutenberg-Fall im Ohr. Es gibt nicht nur bei uns in der Bundesrepublik, sondern international durchaus anerkannte Richtlinien, was wissenschaftliche Arbeit ist und was insbesondere wissenschaftliche Qualifikationen angeht, insbesondere das Promovieren, was es auch in unterschiedlicher Ausprägung weltweit gibt. Dazu gehört ein Profil, wie zum Beispiel das Kernstück des Promotionsrechts ist der Promotionsausschuss, der genau beschreibt in den Promotionsordnungen, was für Qualifikationen die Doktor, Väter und Mütter, das ist aber dann nicht nur der Doktorvater, das ist der Co-Referent, auch der zweite Co-Referent, der Beisitzer und der Vorsitzende einer Promotionskommission. Die zentralen Figuren, die die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit, sprich einer Dissertation, beurteilen. Diese Kriterien sind international ziemlich präzise gefasst. Und das sind die Hauptkriterien, nach denen ein Professor an einer Hochschule berufen wird. Die Kriterien, die einen hervorragenden Fachhochschulprofessor ausmachen, sind nur zu 30% deckungsgleich damit. Da kommt es auf ganz andere, sehr wesentliche Leistungsmerkmale an. Zum Beispiel große Praxiserfahrung, die es bei uns neben den Naturwissenschaften zum Teil gar nicht gibt, weil es ein anderes Profil gibt. Dazu gehört Projektmanagement-Erfahrung, dazu gehört eine viel stärker ausgewiesene Lehrbefugnis, weil auch die Lehrbelastung, die ein Fachhochschulprofessor hat, viel stärker ist. Die Fachhochschulen würden substanziell verlieren, wenn sie jetzt auf einmal diesen Ansprüchen genügen würden, weil jede auch nur von außen besetzte Kommission, die den Wert einer einzelnen Promotion beurteilen müsste, zu dem Schluss käme, dass das keine autorisierte Promotion ist. Vielen Dank. Herr Frieden, nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, dass das Ganze angeleiert hat. Die Hochschulfinanzierung betrifft Mittel. Welchen Einfluss sollten Unternehmen auf Bildung nehmen können? Also sie dürfen sie nicht bestimmen, aber ich kann auch nur bilanzieren, wenn ich mir angucke, was die Technische Hochschule an Drittmitteln einwirbt und was damit gemacht werden kann und geleistet werden kann, können sie darauf nicht verzichten. Das heißt, das taucht ja nachher nochmal auf, die Frage der Zivilklausel halte ich für richtig und vernünftig, aber wenn wir die Hochschulen beschränken würden, gerade im technischen Bereich und ihnen eine Kooperation mit der Wirtschaft im Prinzip, das ist ja eine alte Diskussion von früher, erschweren oder unmöglich machen würden, dann fehlt uns genau das, was wir eigentlich auch wollen, den Einbezug der Wirtschaft und der Praxis in den technischen Disziplinen nahe dran an der Hochschule. Das wäre auch für diejenigen, die hier abschließen, keine vernünftige Linie, weil es doch gerade bei den ganzen technischen Disziplinen einen Sinn macht, schon möglichst, wenn es irgendwie geht, im Studium auch einen Bezug rüber zu haben, zu potenziellen Arbeitsbereichen später. Insofern bin ich dafür, und es ist immer eine Auszeichnung von Aachen gewesen, dass man einen hohen Anteil an Drittmitteln einwerben konnte und damit auch das, was an Instituten und an Arbeitsplätzen rund um die Hochschulen war, entstehen konnte. Eigentlich sollten wir nicht an die Karten gucken, aber die Studierendenschaft der FH Aachen hat sich im Senat der Hochschule für eine friedliche Lehre und Forschung ausgesprochen. Für was? Für eine friedliche Lehre und Forschung. Und lehnt Rüstungsforschung, egal welche Natur, sowie die Zusammenarbeit mit Rüstungskonzernen grundsätzlich ab. Drittmittelfinanzierung aus Rüstungskonzernen und Rüstungsforschung an Hochschulen findet in NRW statt. Wollen Sie als Grüne bei der Novellierung eines Hochschulgesetzes eine Zivilklausel implementieren? So, ich habe Ihnen nicht in die Karte geguckt, aber ich habe natürlich gelesen,
Wir kriegen so viel Wahlprüfstein. Ich glaube, wir haben jetzt 150 beantwortet. Zu allen Themen. Ob alevitische Religionsgemeinschaft oder. Und da war natürlich auch der Fragenkatalog der Fachhochschulasten bei. Und dann weiß man ja, wenn man hier ist und gefragt wird, dass man so ein bisschen sich auch um diese Fragen kümmert. Und da stand die Zivilklausel drin. Und weil ich damit gerechnet habe, dass die Frage kommt. Zu den Baustellen, die wir vor uns haben, weil wir werden ja eine Hochschulgesetznovelle machen, Sie haben die verklausulierten Antworten eben doch schon verstanden. Das grundsätzliche Promotionsrecht steht da nicht vorne auf der Liste. Aber die Zivilklausel gehört dazu, was wir machen wollen. Ähnlich wie die Mitbestimmungsregeln in der Hochschule, die Frage der Abschaffung der Hochschulräte und so weiter. Ich habe Ihnen jetzt nicht in den Zettel geguckt. Ich sage nur, wir haben, glaube ich, relativ klar, wie die Baustellen sind, weil das, was wir bisher zu Hochschulen vereinbart hatten in der Koalition, im Wesentlichen ja abgearbeitet worden ist. Das ist sehr schnell gegangen. So, und jetzt geht es an die Hochschulgesetznovelle und da wird die Frage der Mitbestimmung und auch die Frage der positiven Erfahrungen, zum Beispiel aus anderen Ländern, eine der spannendsten Fragen, die dazugehört. Und die Zivilklausel ist was, was beide Parteien, die der Regierung weiterbilden wollen, jedenfalls auf dem Plan haben. Jetzt rufe ich Sie gar nicht mehr an. Gerne. Ich kann nur davor warnen. Ich würde es machen wie die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg, die gerade sehr geradlinig, Katharina Bauer ist die Wissenschaftsministerin der SPD in Baden-Württemberg, in einer ganz heftigen Debatte grundsätzlich über eine Hochschulgesetznovelle in Baden-Württemberg und speziell über das spektakuläre KIT, unser Hauptwettbewerber in Jülich, Aachen und so weiter, doch beschlossen haben. Es braucht meines Erachtens wirklich sehr gute Gründe, wenn man die Freiheit von Hochschulen einschränkt. Wenn wir damit anfangen zu sezieren, ob da etwas Militärisches hinterstecken könnte, ob der Konzern ThyssenKrupp, mit dem wir an den hochfesten Stellen forschen, auch noch irgendwo einen Ast hat, wo Panzerketten gemacht werden, dann ist das ein sehr schwieriges Ding. Und ich möchte mal ein Beispiel haben, wo wir ganz vorne liegen, übrigens mit der FH und der TH, auch das ist in Aachen. Wir forschen an dem Projekt Galileo. Das ist ein fortschrittliches Navigationssystem, was das GPS-System ersetzen soll. Und ich glaube, einen Quantensprung ersetzt. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das heute alles dominierende amerikanische System GPS ein reines Ergebnis militärischer Forschung. Was im zivilen Bereich für unsere Autos und alles Mögliche deswegen großen Nutzen erzeugt hat. Es wird jetzt bei uns rein zivil beforscht, aber wer kann wann verhindern, dass Galileo auch mal militärisch benutzt wird? Und diese Grenzziehung, also diese Frage kann man nie endgültig beantworten. Und hier einzugreifen und per Gesetz zu sagen, wir können das vorher abschichten, ist der erste Einstieg in eine Fremdbestimmung dessen, was die Hochschulen selber bestimmen sollten. Hochschulfreiheitsgesetz, Hochschulfreiheit in Forschung und Lehre ist ein hohes Gut. Wenn wir damit anfangen, machen wir das mit den nächsten Eingriffsmöglichkeiten weiter. Ich kann nur davor warnen. Also dem möchte ich ganz heftig widersprechen. Ich sehe das komplett anders. Wenn nicht bei der Frage von Leben und Tod sind der Wissenschaft auch Grenzen zu setzen. Und das ist nun mal, dass der Sinn von Rüstungsforschung ist, Methoden zu entwickeln, wie man Menschen umbringt, letzten Endes. Man kann das schöner darstellen, aber darum geht es in der Rüstung. Und da ist ein Punkt, es gibt auch noch viele andere. Ich glaube, wir haben inzwischen gelernt, dass der Wissenschaft sehr wohl bestimmte Grenzen zu setzen sind. Und die gehört, meiner Meinung nach, gehört es auch dazu, dass eine Hochschule auf jeden Fall die Möglichkeit haben soll, aber auch ein Land die Möglichkeit haben soll, zu sagen, wir möchten in unserem Land keine militärische Forschung. Im Übrigen darf ich Sie leicht korrigieren, also bei Galileo ist ja leider die Situation längst nicht mehr so, dass das ein ziviles Projekt ist. Da hat sich ja bereits das Militär massiv eingeklinkt und diese ursprüngliche Vorgabe, das soll ein ziviles Projekt sein, ist bei Galileo leider längst aufgegeben worden. Aber das wäre vielleicht auch anders, wenn die Hochschulen sagen würden, wir können daran nicht mehr forschen, wenn ihr das macht, weil uns eine Zivilklausel sonst daran hindert. Also das funktioniert auch in beide Richtungen. Und ich halte das für eine sehr wichtige Forderung und bin auch sehr froh, dass zu den sehr vielen
Prüfstein wurde ja gerade gesagt, auch die vom Aachener Friedenspreis, beziehungsweise dessen Arbeitskreis an die Militarisierung gehören. Ich habe da gelegentlich mal mitgemacht. Ich finde das eine sehr tolle Sache, dass die an die Abgeordneten herangetreten sind und sich stark machen, oder an die Kandidaten und sich stark machen für eine Zivilklausel. Ich glaube, dass wir die in Aachen an beiden Hochschulen, an den beiden größeren Hochschulen brauchen. Und Herr Schulteis, wenn Sie noch was dazu sagen. Ich glaube, die jetzt entbrannte Diskussion zeigt, dass die Frage Zivilklausel und wie eine solche Zivilklausel in die Hochschulgesetzgebung integriert werden kann, keine einfache Aufgabe ist. Es ist sicherlich richtig, dass die Freiheit von Forschung und Lehre ein hohes Gut ist. Gar keine Frage. Und grundgesetzlich geschützt. Das gilt aber auch für andere Bestimmungen des Grundgesetzes und man muss eben sehen, wie man die Freiheit von Forschung und Lehre in Abgleich bringt zu anderen grundgesetzlichen Bestimmungen. Darum wird es im Wesentlichen gehen. Wir brauchen aber aus meiner Sicht eine wirklich gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema Zivilklausel, weil ja hier auch die Frage zu beantworten ist, tragen wir zum Frieden bei? Wie tragen wir zum Frieden bei? Bringen wir uns womöglich in Abhängigkeiten anderer, gerade auch was den militärischen Bereich angeht? Das ist das Thema, was Sie mit Galileo angesprochen haben. Ich persönlich bin froh, dass wir in diesen Schritt gegangen sind. Kostet eine Menge Geld, aber es führt auch dazu, dass wir nicht mehr allein von amerikanischer Technologie abhängig sind. Und ich möchte in Zukunft auch nicht von chinesischer Technologie abhängig sein oder von anderer. Das ist wirklich intensiv zu diskutieren. Ich bin sehr dafür, dass wir einen Weg finden, der dazu führt, dass Militärforschung nicht dominant wird in bestimmten Bereichen unserer Wissenschaft, auch im Interesse der Industrie, die dahinter steht. Okay. Aber noch der Herr Papst zu dem Thema. Ja, ich will Ihnen nur sagen, weil das Thema ja auch mit Drittmitteln zusammenhängt. Sie müssen sehen, dass die meisten Drittmittel nicht aus der Industrie kommen, sondern beispielsweise durch die DFG, durch die Europäische Union und. Also man muss sehen und muss genau hinschauen, wo kommt das Geld her und wie nimmt Geld auch Einfluss auf die Freiheit von Forschung und Lehre. Da müssen wir wachsamer sein. Ja, ich mache es kurz, möchte aber auch klar sagen, dass ich gegen eine solche Zivilklausel bin. Mir erschließt sich das nicht, wie man das auch begründen kann. In dem Sinne, gerade wenn man mit dem Grundgesetz argumentiert, wir haben eine Bundeswehr, die ist auf dem Bundesgrundgesetz tätig. Dafür gibt es gute Gründe. Die nutzt natürlich auch Militärtechnik. Wenn man jetzt sagt, die Hochschulen, den wollen wir durch politischen Willen gesetzlich verbieten, sich im Bereich der militärischen Forschung oder Technologie irgendwie zu engagieren, dann müsste man noch konsequenterweise auch sagen, ja, dann müssen wir auch noch auf eine Bundeswehr verzichten, dann lehnen wir das alles ab und werden sozusagen zu Pazifisten. Das erscheint mir aber nicht der richtige Weg. Man muss natürlich darüber diskutieren, was mit den Ergebnissen passiert. Man muss auch über Rüstungskontrolle und solche Dinge, das sind sehr ernste Themen, wo wir auch vielleicht noch mehr tun müssen, das ist alles in Ordnung, aber das jetzt über diesen Weg zu lösen, erscheint mir vollkommen falsch. Ja, würde ich gerne auch ganz kurz was zu dem Thema sagen. Die Intention der Zivilklausel finden wir auch durchaus sehr vernünftig, haben aber Zweifel daran, ob das wirklich in der Praxis dann so umsetzbar ist. Da muss ich im Prinzip ein bisschen in der Schule zustimmen. Das ist in der Praxis dann wirklich sehr schwer differenzierbar, ist das jetzt für Rüstungszwecke oder nicht. Und insofern haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, wir wollen das erstmal nicht auf Landesebene, aber überlassen es den Hochschulen, sich selber so eine Regulierung zu geben. Ich möchte nur sagen, wie ich mir vorstelle, wie das eigentlich läuft. Wir hatten einen großen Anwalt für ein potenzielles Sicherheitscluster. Wir wissen vielleicht, dass wir auf dem Campus insgesamt 19 Cluster machen. Und das wäre auch forschungsmittelmäßig ziemlich attraktiv gewesen. Es ging rein um Personenschutz, um zum Beispiel Gebäudetechnik, die gegen Granaten und so weiter neue Materialien und Dinge erforschen sollte. Und das wäre attraktiv forschungsmäßig gewesen und wir haben uns als Hochschule in einer Selbstverpflichtung dann dagegen entschieden und haben gesagt, wir können hier die Grenzziehung nicht genau genug abklären und deswegen wollen wir aus prinzipiellen Erwägungen, aus denselben, die Sie hier vortragen, das nicht machen. Ich plädiere nicht dafür, dass wir Militärforschung machen. Ja? Ich sage nur,
die Hochschulen sind ein wunderbar funktionierender Mikrokosmos mit seinen eigenen Organen und die regeln das selber. Und das würde man auch hier vernünftig, wir haben es auch selber geregelt. Ich bin nicht dafür, dass die Politik das über Gesetze regeln muss. Herr Schumann, Sie sind direkt wieder.